Im Oktober 1813 tobte um Leipzig die bis dahin größte Feldschlacht der Menschheitsgeschichte. Napoleon und seine Alliierten auf der einen, die verbündeten Armeen Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens auf der anderen Seite. Am 18. Oktober 1813 gab der unterlegene Kaiser der Franzosen den Befehl zum Rückzug. Die blutige Schlacht kostete beinahe jeden fünften beteiligten Soldaten das Leben. Exakt 100 Jahre später wurde das Völkerschlachtdenkmal als größter Denkmalsbau Europas eingeweiht.